Als drittes und letztes Spiel testen wir das Spiel Level 8, das Brettspiel von Ravensburger. Es handelt sich dabei um ein Kartenspiel für die ganze Familie. Es können bis zu 6 Personen damit spielen und es wird für Kinder ab 10 Jahren empfohlen. Gut, dann geht's so los. Jeder bekommt von seiner Farbe 3 Steinchen. Den ersten Stein stellt er hier auf diese goldene 1, das bedeutet Level 1. Und die anderen 2 Steine baut er zu einem Turm und stellt sie auf diesen Sternenkreis. Dann gibt es noch diese Spielkarten, davon bekommt jeder 10 Stück ausgeteilt, außer der, der ausgibt. Dann gibt es noch die Levelkarten, da steht drauf, welche Karten man braucht, um das nächste Level zu erreichen. Also es geht so los, man würfelt mit beiden Würfeln. Und so viel wie die Würfel anzeigen, darf man vorziehen. Den ersten Stein also 5 Felder und den zweiten 4 Felder. Dann sucht man sich eine von beiden Aktionen aus und stapelt da seine beiden Steine wieder aufeinander. In dem Fall ist es das Jokerfeld, dann darf man sich einen der Joker nehmen. Bei dem orangenen Feld fragt der Spieler rechts oder links im Uhrzeigersinn herum nach einer beliebigen Zahl oder Karte und der erste Spieler, der die Karte hat, muss sie ihm dann auch geben. So bewegt man sich dann in dem ganzen Spiel vorwärts. Gewonnen hat derjenige, der als erstes alle 8 Level absolviert hat. Level 8 ist ein ganz tolles Kartenspiel für die ganze Familie. Es kann wirklich von jung bis alt alle spielen. Es macht bestimmt ganz großen Spaß und ja, ich denke, es ist wirklich was für jedermann und da wird sowohl alt als auch jung viel Spaß damit haben.